Herzlich willkommen zum Musical TV, einer neuen Folge von Frag den Martin. Nein, heute ist noch Frag den Spengler. Ich werde aber auch noch interviewt, glaube ich. Muss noch schauen, wer mich interviewt. Vielleicht macht es der Geri wie letztes Jahr. Frag den Spengler, heute ist Samstag und heute hatten wir unsere, muss ich selber rechnen, fünfte Aufführung. Also so ein Zwischenfazit. Kurzes Zwischenfazit, Matthias. Wie zufrieden bist du? Es läuft. Ja, zwei Sätze mehr. Ein kurzes Zwischenfazit, es läuft. Wie war das jetzt für dich, dass du bis jetzt zweimal selber zuschauen konntest? Weil sonst war's, hast du ja immer mitgespielt und dieses Mal spielst du ja nur sechsmal mit, weil du den Minnesänger Martin spielst. Jetzt konntest du zweimal auch deine Besetzung komplett anschauen, von vorne bis hinten. Wie war das? Meine Besetzung konnte ich nicht anschauen, die andere Besetzung konnte ich anschauen. Und das ist auch für mich natürlich sehr gut, weil die ganzen internen Abläufe, die wir ja noch während der Aufführung regeln müssen, wann welche Vorhänge zu und aufgehen. Das ist schon einmal schön, wenn man es einfach nochmal ja, nur als Zuschauer sehen kann, als Regisseur sehen kann. Ja, das ist gut. Weil die weiße Besetzung, meine eigene Besetzung, da sehe ich relativ wenig, wenn ich auf der Bühne stehe und noch weniger, weil ich hinten noch einige Sachen machen muss. Ja. Und als Darsteller, wie zufrieden bist du? Ja. Der Text, wie war das? War der von mir jetzt? Dein Text. Ja, ist nicht so wichtig. Gab es schon irgendeinen Patzer vielleicht? Ja, ja. Also ich habe genügend Patzer. Erzähl doch mal, was heute in der Jagdszene passiert ist. Die Jagdszene, ja genau. Wir haben heute die Jagdszene anders inszeniert. Diese künstlerische Freiheit nehme ich mir. Und zwar ist der Erleger des Bären, also der Prinz, direkt hinter dem erlegten Tier im Triumphzug eingezogen. Und warum war das anders als sonst? Ja, weil wir zu spät dran waren. Ja, wir haben noch Text geübt. Weil eigentlich klappt der Text, aber naja, er war nicht immer so. Also wenn wir so spontan reden, klappt es dann besser, ne? Ja. Gut, jetzt noch 7 Vorstellungen. Gibt es jetzt noch irgendwas zu beachten? Ich glaube, das mit der Zeit, das haben wir nicht hinbekommen, 2 Stunden. Da. Das wird nicht schneller werden. Also wir verlieren sehr viel Zeit bei den Umbauten, da kann man vielleicht noch ein bisschen was rausholen, aber so schnell wird es nicht, es wird bei 2 Stunden bleiben. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass wir zu routiniert werden. Das kann uns ja nicht passieren. Deswegen bleiben wir immer frisch und machen auch immer andere Texte dazu. Nein. Ja, dass man halt dann, dass so eine Routine reinkommt, die nicht sein soll, meinst du? Richtig, und dass man eben dann zum Beispiel schon weiß, was der andere sagen wird, bevor er es sagt und dann die Reaktionen relativ eingeübt wirken. Das ist das Problem. Ja, das ist also das Schöne an den ersten Aufführungen, dass man also jetzt noch wirklich frisch und dabei ist und einfach auch gespannt ist, was das Publikum macht. Jetzt ist es dann so, dass wir schon gewohnt sind, vor Publikum dieses Stück aufzuführen und auch schon wissen, wann Leute reagieren. Und jetzt kann es ja so sein, dass man zu routiniert wird und schon Dinge vorher ahnt, die man eigentlich, wenn man es zum ersten Mal erlebt, nicht vorher ahnen kann. Ich ahne auch schon etwas vorher, dass wir gleich herausgeschmissen werden, weil wir sind nämlich die Letzten hier. Aber zum Schluss, letzte Frage. In der Süddeutschen war ein Artikel. Was sagst du jetzt zu dem? Jetzt? Sehr schön, gut. Das finde ich auch total schön, dass das Projekt beschrieben worden ist, die Laien beschrieben worden sind, weil das muss man immer sagen, es schaut toll aus, es sind wirklich gute Erfolge, das Publikum ist begeistert, aber es sind wirklich alles Laien auf der Bühne. Und das ist da rausgekommen in dem Artikel und auch die anderen Aufgaben, die jetzt hier haben, die anderen Schwierigkeiten, die wir in der Fachakademie haben, sind benannt worden. Und trotzdem ist es kein negativer Artikel, sondern ein sehr positiver Artikel, der einfach auch so ein bisschen das Lokalkolorit die Stimmung aufgenommen hat. Das finde ich gut. Wie stolz bist du? Letzte Woche war ein Kamerateam von München TV da. Wir haben den Bericht noch nicht gesehen. Hoffentlich sehen wir den bald. Und auch, es war alles voll. Also ich glaube, heute bei der Abendvorstellung, da saßen die Leute wirklich auf den Treppen. Es war so mega voll. Wie stolz macht dich das? Oder
Ist es ja, noch mal mehr geworden? Das heißt, dass wir ein großes Publikum haben. Das heißt, dass natürlich auch viele unserer Schauspieler sehr begeistert und überzeugt sind von dem, was sie da machen und ihre Verwandten einladen. Das ist ja, ja. Wenn ich nicht überzeugt bin und es mir keinen Spaß macht, dann würde ich das nicht machen. Ja? Also von daher sind die Leute begeistert, die auf der Bühne sind und damit auch das Publikum, das da drin sitzt. Und dann haben wir im Prinzip das erreicht, was wir einfach heute auch ein paar Stimmen eingefangen haben, dass es eine bombastische Aufführung geworden ist, dass einfach so viel Leben und so viel Freude und so viel Spaß rüberkommt ins Publikum. Und das ist das, was unser Projekt ausmacht. Welcher Gag kam am besten an bisher von denen, die du geschrieben hast? Welchen fandest du, auf welchen stolzesten bist du? Das weiß ich nicht, das kommt ja immer auf das Publikum an. Also man macht sich schon Gedanken beim Schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt zum Beispiel die Tochter des Minnesängers so gut ankommt, sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen. Also wenn die dann den Jäger als Monster bezeichnet, lachen alle. Huch, ein Monster! Genau. Ich bin schon sehr stolz auf die Zwerge, denn beide Besetzungen haben das jetzt raus mit erwachsenen Leuten, einfach auch die Dinge, die für uns auch wichtig waren, rauszuarbeiten. Das kann noch ein bisschen besser werden, beziehungsweise ein bisschen, das ist ja schwierig vom Publikum zu verstehen. Also das kann noch exakter kommen, aber die Gags, die wir da reingeschrieben haben, auch bei dem Zwergenlied, die kommen an und die werden vom Publikum wahrgenommen und das ist das, was wir wollten. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend und wir hören uns vor der letzten Vorstellung. Nee, die letzte Vorstellung, die spielst du ja nicht. Da hast du dann Zeit für ein Interview. Also, am Ende der letzten Vorstellung sprechen wir nochmal. Danke, Matthias. Danke. Tschüss. Ja, das war's.